Es war ein wahres Fest der Demokratie am Dienstagabend auf dem Fuldaer Universitätsplatz. Wohl über 10.000 Menschen versammelten sich, um ein klares Signal gegen Hass und Ausgrenzung zu setzen. An der Kundgebung beteiligten sich über 130 verschiedene Organisationen, Parteien und Vereine. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir heute ein deutliches Zeichen setzen, wie wichtig die Demokratie für uns ist, gerade auch hier in Fulda, in einer Stadt, in der Demokratie gelebt wird, in der Vielfalt gelebt wird. Und ich denke, dass wir heute ein ganz positives Signal in den ganzen Landkreis setzen. Dabei kamen Menschen aus der gesamten Gesellschaft zusammen, um ihre Haltung deutlich zu machen. Ich finde es einfach wichtig, Farbe zu bekennen, wenn so ein Klima gerade herrscht. Und wir sind so eine Gruppe von ein paar Lehrkräften und wir fanden es einfach auch wichtig, dass wir da für unseren Schülern einfach und hier auch ein Vorbild sind. Ich bin ein überzeugter Europäer. Nationalismus hat uns viel Verderben gebracht. Und es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert die alten Geister wieder aufsteigen und dass der Nationalstaat wieder so eine starke Rolle bekommen soll. Mit Ausländerfeindlichkeit und was alles dazu gehört. Es ist wichtig, gegen rechts ein Zeichen zu setzen. Und wenn in Fulda schon mal sowas stattfindet, dann muss man doch auch kommen. Was anderes bleibt einem gar nicht übrig als Demokrat. Gegen Rechtsradikale muss man etwas unternehmen. Und dazu zählt auch die Zivilgesellschaft. Weil ich eindeutig gegen rechts bin und für eine offene Gesellschaft. Ja, und dass wir in Frieden zusammenleben. Das ist mein Hauptanliegen, dass ich auch hier bin. Politiker unterschiedlicher Parteien sprachen auf der Demonstration. Dabei freuten sie sich, dass so viele Menschen dem Aufruf gefolgt waren. Es ist ein ganz starkes Zeichen, für das ich dankbar bin, wenn tausende Menschen hier zusammenkommen, um sich für die Demokratie einzusetzen und ein Bekenntnis zu unserer weltoffenen, freiheitlichen Gesellschaft abzulegen, bei der die Menschenwürde an allererster Linie steht. Und natürlich würde ich mir wünschen, und das ist meine Einladung an alle, nicht nur heute, sondern künftig noch intensiver selbst einen Beitrag für unsere Demokratie zu leisten. Und von daher ist das heute, wie ich meine, ein sehr ermutigendes Zeichen. Fulda und der Universitätsplatz haben wohl eine der größten politischen Demonstrationen der Geschichte erlebt, die zudem äußerst friedlich verlaufen ist. Der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger war auf jeden Fall ein klares Signal gegen Hass und Ausgrenzung und für die Demokratie. Osthessen News. Sehen, was bewegt.